Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Black Sails. Ich habe jetzt nochmal nachgespielt und musste das andere abfilmen von der letzten Folge, weil das nicht lesbar war. Deswegen muss nur der VLC-Player konnte es zum Glück abspielen. Und dann musste ich es abfilmen. So, wie ihr seht, ich habe noch nicht alles gemacht von letzter Folge. Ich habe jetzt, wir probieren es jetzt mal. So, Kohleschaufel in den Ofen. Wir probieren mal eine Kohleschaufel in den Ofen und dann in den Bettwärmer, den ich schon vorbereitet habe. Wenn ich die heiße Kohle benutzen will, sollte ich mich besser beeilen. Mit der heißen Kohle im Bettwärmer erhitzt sich der Ladestock sehr schnell. So, wir speichern mal zur... Nein, wir speichern mal zur Sicherheit. Direkt vor dem... Wo es sonst immer abgeschmiert ist. Weil wenn ich jetzt hier rausgehe, ist es das letzte Mal abgeschmiert. Mal schauen, ob es das jetzt wieder tut. Ich hoffe nicht. Ich mache mal keinen Doppelklick. Ich gehe mal ganz normal... Yay, nicht abgestürzt. Okay, ich habe nämlich eine Idee, was wir damit machen. Wir können damit vielleicht an die Lötstelle. Hier an die Lötstelle. Yes! Es funktioniert. Der Dampf tritt jetzt hier aus und nicht mehr oben an der Treppe. Warum auch immer der jetzt nicht mehr oben austritt. Aber gut. Das heißt, wir können jetzt hier hoch. Oder... Da können wir nämlich vorbei, obwohl die Treppe so kaputt ist. Aber das ist uns ja egal. Puh, bin ich froh, dass es weitergeht. Hey Lex, ich bin's. What the fuck? Bist du verrückt geworden? Oh, das bist ja du. Sag ich doch. Du bist nicht mehr bei Sinnen. Alles... kaum noch etwas sehen. Ich fühle mich schwach und habe Schmerzen. Ich brauche endlich ein Medikament. Ich muss dir erstmal etwas Wichtiges erzählen. Erzählen? Merkst du nicht, dass ich völlig weggetreten bin? Solange du kein Schmerzmittel für mich findest, kannst du es auch einfach den ganzen Tieren hier erzählen. Welchen Tieren? Sag mal, die Viecher bewegen sich nicht wirklich, oder? Ich habe Morphium gefunden. Das sollte dir erstmal helfen. Ah, sehr gut. Her damit. Das Zeug hilft tatsächlich. Kannst du mich wieder verstehen? In der Tat. Aber es wäre schön, wenn du nicht allzu laut sprechen würdest. Ich nehme an, dass du verwirrt warst, als du gerade auf mich geschossen hast. Ich habe auf dich geschossen? Gottverdammt. Kann mich wirklich nicht erinnern. Nun gut. Ich muss dir jetzt aber unbedingt etwas erzählen. Ah ja? Vielleicht war es nur ein Traum oder meine Einbildung. Ich habe ein Mädchen gesehen. Fiona. Sie war hier auf diesem Schiff als Gefangene. Was sagst du da? Es war, als wäre ich zu einer anderen Zeit hier auf dem Schiff. Vielleicht geschieht es auch erst noch. Ich weiß es nicht. Das klingt ziemlich verrückt. Ja, es war seltsam. Ich kann es nicht erklären. Aber vielleicht kann ich es. Wie meinst du das? Bevor mich meine Sinne verließen, konnte ich etwas von dem Teil des Logbuchs entziffern, das auf Portugiesisch geschrieben ist. Und dabei habe ich etwas Interessantes herausgefunden. Dieses Schiff hat nicht nur normale Fracht befördert. Sie haben einige Umbauten vorgenommen und in den Frachtraum eine Art Destilliermaschine eingebaut. Was für eine Maschine? Damit kann man Alkohol herstellen. Ich habe etwas von Ethanol gelesen. Und ich glaube, dass wir an Bord eines Schmugglerschiffes sind. Alkoholschmuggler, um genau zu sein. Ja, in meiner Vision ging es auch um Schmuggler. Anna, ich meine damit, dass da unten vermutlich Fässer mit flüchtigen Stoffen gelagert werden. Und die haben dir sicher völlig die Sinne vernebelt. Nein. Nein, es war völlig real. Ich kann es gar nicht beschreiben. Sowas habe ich noch nie erlebt. Dass dieses Schiff unheimlich ist, steht außer Frage. Aber Geister? Ich weiß nicht. Was sollen wir denn jetzt tun? Wenn es stimmt, was ich gelesen habe, müssen wir so schnell wie möglich von diesem verdammten Kahn runter. Wenn Ethanol aus der Ladung austritt, könnte uns das umbringen. Oder aber das Ethanol fängt Feuer, was uns ebenfalls umbringen würde. Wir müssen runter von dem Kahn. Und dazu müssen wir erstmal herausfinden, wo wir überhaupt sind. Es wird Zeit, dass wir diesem verfluchten Schiff seine Geheimnisse entreißen. Aber wie? Was sollen wir tun? Du kennst dich nicht mit Schiffen aus. Aber ich schon. Du musst meine Augen, Ohren und Hände sein. Sieh nach, ob du die Position bestimmen und uns wieder auf Kurs bringen kannst. Bevor wir von Bord gehen, müssen wir unbedingt wissen, in welche Richtung wir uns halten müssen. Sonst sind wir auf offener See verloren. Aber ich bin doch kein Seefahrer. Dann musst du es jetzt werden. Super, tolle Idee.
Eine unheimliche Totemmaske, die von Wilden für Zeremonien benutzt wird. Von Wilden, sehr gut. Eine unheimliche Totemmaske, die von Wilden für Die Tiere scheinen aus sehr weit entfernten Ländern zu kommen. Vielleicht war der Bewohner des Zimmers ja ein Jäger. Und hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Aber was? Da steht, erlegt bei Längengrad 28,75, Breitengrad 38,5. Ah, dann haben wir schon mal irgendwelche Koordinaten. Ein gut gearbeiteter, massiver Schrank. Der Besitzer war wohl besorgt, dass jemand diesen Schrank öffnet. Er ist durch ein völlig verrostetes Zahlenschloss gesichert. Mhm. Die Laken sind zwar alt und modrig, aber das Bett wurde sehr sorgfältig gemacht. Na, immerhin. Solche Schmetterlinge findet man bestimmt nur an sehr exotischen Plätzen. Wo diese wohl herstammen? Hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Da steht, gefunden bei Längengrad 31, Breitengrad 39. Okay, also wir finden hier ganz viele Koordinaten. Sie scheinen von Hand gemacht zu sein. Auf ihnen sind spielende Kinder zu sehen. Der Besitzer war vielseitig interessiert. Romane, Flora und Fauna der Südsee, Musik. Bücher, Kerze. Das Schiff ist jetzt hell genug. Schatulle? Auf der Schatulle ist ein Schlüssel abgebildet. Können wir den nicht aufmachen oder so? Da liegt doch was. Lieber kaue ich allein in meiner Kabine auf dem jämmerlichen Zwieback herum, als noch eine Sekunde in der Gesellschaft dieser Crew zu verbringen. Vor allem Boy geht mir auf die Nerven. Nur weil ich ihm geholfen habe, tut er gerade so, als sei ich sein Leibarzt. Kaum weicht er mir von der Seite. Lorenzen will, dass ich ihm Lesen beibringe. Marques scheint mir am liebsten seine Ruhe zu haben und wird immer einsilbiger, je länger die Reise dauert. Und César? Ich durchschaue ihn immer noch nicht. Ich kann es kaum erwarten, dass diese Reise ein Ende findet. Die ersten Zeilen hat sie gar nicht vorgelesen, deshalb habe ich euch mal gezeigt, wo sie gerade ist. Das Schiff ist jetzt hell genug. Noch ein Souvenir. Ob der Bewohner dieses Zimmers diese Tiere erlegt hat? Hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Auf dem Zettel steht etwas. Natürlich steht etwas auf dem Zettel. Da steht, geschossen bei Längengrad 26, Breitengrad 38. Aber da stehen nur Koordinaten. Okay, das interessiert uns also nicht. Können wir mit ihm nochmal reden? Hast du schon etwas herausgefunden? Nö. Ich habe versucht, unseren Kurs zu ändern. Habe ich das? Aber das Steuerrad lässt sich kein Stück bewegen. Verdammt. Versuch trotzdem noch, unsere Position zu bestimmen. Ist sonst noch etwas? Könntest du mir vielleicht nochmal sagen, was genau ich machen soll? Das Wichtigste ist jetzt herauszufinden, wo wir uns gerade befinden. Also sieh zu, dass du etwas zur Positionsbestimmung findest. Am besten einen Sextanten. Und wenn du schon mal dabei bist, sieh mal nach, ob du unseren Kurs ändern kannst. Wie soll ich mit einem Sextanten unsere Position bestimmen? Du siehst durch das Fernrohr des Sextanten und peilst genau den Horizont an. Dann suchst du die Sonne, oder wohl eher den Mond. Und dann bewegst du den Schieber so lange, bis Mond und Horizont im Fernrohr auf einer Linie erscheinen. Wenn alles gut geht, sagst du mir die Gradzahl, auf die der Schieber zeigt. Und falls irgendwas schief läuft, sagst du mir das auch. Ich erledige das. Okay. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich da oben auf die Brücke wieder, denke ich jetzt mal. Haben wir denn hier eine Sextante hier oben? Da ist der Kompass. Irgendetwas stimmt hier nicht. Der Kompass spielt völlig verrückt. Wie kann das sein? Hier ist kein Sextant hier irgendwo. Kann ich jetzt eigentlich mittlerweile hier raus? Der Tisch ist abgeschlossen. Ich bräuchte etwas, um das Schloss zu knacken. Kann ich an Deck jetzt? Irgendetwas blockiert die Tür. So komme ich nie raus. Da ist noch dieses Schiff vor der Tür. Gucken, kann ich den Kran? Der Kran lässt sich nicht bedienen, solange die Schiffsladung daran befestigt ist. Ich glaube, da müssen wir auch nicht. Also ich hoffe, dass wir da nicht wieder rein müssen.
wird. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Als nächstes sollte ich... Es gibt keinen richtigen Weg. Was war das? Lex? What the fuck? Was geht denn jetzt hier ab? So, jetzt müsste ich die Ladung wieder lösen. Und dann den Kran wieder bewegen. Ich habe die Ladung wieder vom Kran gelöst. Sehr gut. Dann Seil hochziehen. Aber stimmt, da ist ja kein Haken mehr dran. Ah. Wir brauchen ja immer noch irgendwas, um an den Haken zu kommen. Das hat, glaube ich, keinen Sinn gebracht, oder? Keinen Sinn gebracht. Da müsst ihr jetzt nach rechts. Na? Und der bleibt ja nicht genau über dem Boot hängen, sondern immer so daneben. So geht er nämlich wieder da unten rein. Das wollen wir ja nicht, oder? Nee, das macht ja so keinen Sinn. Können wir mit Lex darüber reden, dass wir ihn gerade da gesehen haben? Oder ist er vielleicht gar nicht mehr hier drin? Ah doch, da sitzt er noch. Hast du schon etwas herausgefunden? Wieso zum Geier warst du gerade draußen im Gang? Und wie bist du so schnell wieder hier gewesen? Was redest du da? Ich war die ganze Zeit hier. Meine Beine sind schwerer als Blei. Okay. Was haben wir denn da Bis gesehen? Gleich. Kleiderschrank. Und da ist noch ein Souvenir. Diese Trophäen scheinen von verschiedenen Orten zu kommen, die das Schiff angesteuert hat. Und hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Da steht, erstanden bei Längengrad 27,25, Breitengrad 38,75. Die Gitarre liegt schon lange hier. Die Feuchtigkeit hat ihr stark zugesetzt. Okay. Das ist so eine Schatulle. Wusste aber nicht, wie die uns jetzt weiterhelfen sollte. Unterm Bett können wir auch nichts aufmachen. Was machen wir denn jetzt? Der Haken ist ja irgendwie da runtergefallen und wir brauchen da irgendwas, um den Hebel wieder in Gang zu setzen. Aber da haben wir ja nichts. Und ich weiß jetzt nicht, wo wir da irgendwie sowas kriegen sollten. Dann kann ich wahrscheinlich hier, wenn das wieder da hängt, also gut, hängt jetzt gerade nicht da. Der Schacht führt nach unten in die Messe des Schiffes. Ja, ja. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Dann muss ich wahrscheinlich wieder da reinlassen, dann den Haken, nee, von unten wahrscheinlich den Haken dran machen. Wir brauchen irgendwas. Ein großes Regal voller Metallschrott. Ich die Uhr nochmal vorstellen, passiert da noch irgendwas? Kann ich das immer wieder machen oder hört das irgendwann auf, wenn es keinen Sinn mehr ergibt, das zu tun? Das muss der Arzt sein. Der Erbauer dieser Uhr hat ihn in die Hölle gesetzt. Die Figur sieht aus wie der Doktor aus meiner Vision. Da kommen immer andere raus, okay. Sah so aus, hätte der so ein Kartenstück an sich dran, aber das konnte ich nicht nehmen. Wir spielen einfach mal ein bisschen weiter mit der Uhr rum. Das ist der Koch. Sieht aus
als wäre das der Koch, der da aus dem Himmelstor kommt. Hilft er mir irgendwie? Die Blechfigur von jemandem, der wie ein Koch aussieht. Total spannend gerade hier. Ein Matrose. Der Mechaniker, der die Uhr zusammengezimmert hat, hat ihn in die Hölle gesetzt. Eine Blechfigur, die wie ein Matrose aussieht. Ja, wir spielen einfach mal weiter mit der Uhr, gucken, wer da noch so alles zum Vorschein kommt. Da ist das Mädel. Fiona. Ich glaube, das ist ein Kind. Ein Mädchen. Die Figur sieht aus wie das Kind aus meiner Vision. Fiona. Heißt das, dass es wirklich passiert ist? Ist es real? Das muss das Kind aus meiner Vision sein. Sie sieht so unschuldig aus. Spielen wir weiter an der Uhr rum? Da ist wieder der Kapitän. Die Figur hat eine Kapitänsmütze auf. Muss wohl der Kapitän sein. Und es hat sicher etwas zu bedeuten, dass er aus der Höllenpforte kommt. Kann ich an der Kurbel noch was kurbeln? Auch schön die Hand, die da in dem Dings drin hängt. Passiert jetzt was anderes? Jetzt ist die Uhr wieder aufgezogen. Ich kann sie ticken hören. Als ob sie das vorher nicht gewesen wäre. Huch, wo fährt er denn hin? Die Figur hat eine Kapitänsmütze auf. Das muss der Kapitän sein. Und es hat sicher etwas zu bedeuten, dass er auf wo der hängt Höllen der denn? Und der bleibt jetzt immer draußen, oder was? Geil. Nee, doch nicht, okay. Aber das hilft uns ja auch nur semi weiter, außer dass es kurz belustigend war. Okay. Wir brauchen immer noch was, um diesen. Huch. Diesen einen Hebel da zu ersetzen. Aber ich wüsste zum Teufel nicht was. Ich behalte es lieber. Ich dachte, ich könnte es vielleicht als Spiegelersatz benutzen. Wozu auch immer. Ja, Leute. Das war mein Lauf, der hat jetzt zwei Folgen angehalten. Na, sagen wir mal zweieinhalb, sind wir ein bisschen großzügiger. Zweieinhalb Folgen angehalten und jetzt weiß ich schon wieder gar nichts mehr. Ich werde mich wohl gleich in der Aufnahmepause nochmal der Komplettlösung bedienen. Weil ich weiß partout nicht, was ich jetzt machen soll. Der Haken, der ist ja da reingefallen. Im Rumpf des Schiffes hat sich Wasser angesammelt. Ein kleiner, sehr kurzer Metallstift ist zerbrochen, der den Pumpenarm an seinem Platz hält. Mit einem ähnlich geformten Gegenstand könnte ich die Pumpe aber vielleicht wieder reparieren. Genau der fehlt uns nämlich. Ein ähnlich geformter Gegenstand. Naja gut, da werde ich mich dann mal schlau machen. In der nächsten Folge geht's heiter weiter. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Bis zum nächsten Mal bei Black Sails. Macht's gut. Tschüsschen.